ist wieder die Sabine. Wir üben heute zusammen den Crunch, Bauchmuskelübung. Und ja, wir fangen an. Ich hatte ja schon mal erklärt, was eine neutrale Wirbelsäule ist. Das heißt, wir haben eine seitlich gesehen eine S-Form in der Wirbelsäule. Das heißt, wir legen uns einmal auf den Rücken. Und wenn man sich jetzt die S-Säule vorstellt, die Wirbelsäule, dann haben wir hier so ein kleines Luftpolster. Das ist nicht groß und nicht besonders klein, aber es bleibt immer gleich. Das ist die Rumpfstabilität. So, beim Crunch selber, gerade Bauchmuskeln, ist der Rectus Abdominis, der für die Beugung des Rumpfes zuständig ist. Im Alltag meistens nicht alleine isoliert, sondern in Verbindung noch mit anderen Muskeln, zum Beispiel mit dem Hüftbeuger oder je nachdem, welche Übung man auch macht, noch mit anderen Muskeln. Beine sind hüftbreit geöffnet. Es gibt die ein oder andere Meinung im Internet, dass man die Zehenspitzen anstellt. Das hat damit zu tun, dass man denkt, dass man dadurch den Hüftbeuger ausschalten kann, dass die Übung mehr noch in die Bauchmuskeln geht. Einfach mal ausprobieren. Die meisten merken gar keinen Unterschied. Es ist nicht falsch, wenn du die Füße aufstellst, aber auch nicht falsch, wenn du sie anhebst. Hände an den Hinterkopf. Der Blick geht nach oben. Die Halswirbelsäule ist lang. Vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Es gibt auch Teilnehmer, die gerne versuchen, die fehlende Kraft aus dem Bauch durch den Nacken zu kompensieren. Das wollen wir nicht, deswegen schauen wir nach oben. Die Hände sind am Hinterkopf, die Ellbogen außen. Wir rollen uns nicht ein, sondern wir versuchen, die gerade Wirbelsäule anzuheben. Den Bauchnabel ganz leicht nach innen ziehen, dadurch haben wir eine Grundspannung. Und von hier aus geht es mit der Ausatmung hoch und wieder tief. Ausatmen. Wenn wir ausatmen, die Lungen leer sind, können wir viel besser unsere Bauchmuskeln anspannen und für die ganz Fortgeschrittenen auch den Beckenboden nach oben innen ziehen. So haben wir den ganzen Druck im Bauchraum und können ideal unsere Bauchmuskeln trainieren. Einatmen zurück, ausatmen hoch, ohne Schwung. Wir arbeiten wirklich nur aus der Kraft unserer geraden Bauchmuskeln. Und wenn es geht, den Kopf nicht wieder ablegen. Kurz vorher stoppen und wieder hoch. Die Variante mit einem Bein ausgestreckt, wieder unsere neutrale Wirbelsäule beachten, Bauchnabel nach innen, Beckenboden angespannt, wieder die geraden Bauchmuskeln. Hier muss der Hüftbeuger vor allen Dingen noch halten, ein bisschen der Oberschenkelmuskel. Das ist wieder ein bisschen funktioneller, weil, wie gesagt, der Muskel im Alltag auch nicht alleine arbeitet, sondern immer in Verbindung mit der Kette. Auch hier wieder den Blick nach oben, der Nacken ist entspannt. Einatmen und mit der Ausatmung hoch und tief. Es kommt gar nicht darauf an, dass du besonders hoch kommst, sondern dass du aus dem richtigen Muskel trainierst. Mit Schwung geht das viel einfacher, ist aber auch nicht so effektiv. Es reicht, wenn du so weit hochrollst, dass gerade die Schulterblätter sich vom Boden lösen und wieder tief. Kann man natürlich auch mit dem anderen Bein machen, aber ich glaube, das schaffst du auch allein. So. Ich hoffe, das war informativ. Es hat ja Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Und wenn du in Zukunft nicht verpassen willst, dann abonnierst du unseren YouTube-Kanal.